Herzlich willkommen. Im heutigen Video bekommt ihr von mir 3 Tipps zur Entschleunigung des Hundes, also wie ihr einen aufgeregten Hund beruhigen könnt. Ja, neben mir, das ist der Toni wieder, das ist ein 7 Monate alter Mali, belgischer Schäferhund. Die sind natürlich voller Energie, sehr aufgeregt. Die Leute, die die Rasse kennen, die wissen, wovon ich rede. Und ihr bekommt jetzt von mir 3 Tipps, die man relativ schnell umsetzen kann. Tipp Nummer 1 bezieht sich auf die Stimmungsübertragung. Und zwar ist es so, dass sich Stimmungen ja sehr, sehr stark von Mensch auf den Hund und auch von dem Hund wieder zurück auf den Menschen übertragen. Also letztendlich ist das so ein Rückkopplungsprozess und Stimmungsübertragung funktioniert nicht nur in eine Richtung, sondern letztendlich auch in die andere. Und was ich häufig beobachte, ist, dass wenn ich einen Hund habe, der sehr hektisch und nervös ist, dass der Halter dann ein paar Minuten später genauso hektisch und nervös ist. Oder es wird vom Halter gefördert. Der Halter ist sowieso schon nervös, in Eile und so weiter und stellt sich dann vor und sagt, ich habe einen Hund, der nicht zur Ruhe kommt. Beide Sachen sind nicht so gut und da solltet ihr explizit drauf achten. Das fängt auch schon damit an, wie ich mit dem Hund umgehe. Ich habe beispielsweise den Toni jetzt neben mir, der hat auch so ein bisschen rumgefiebt und wollte was machen und ist dann gerade die ganze Zeit aufgesprungen. Und jetzt habe ich hier einfach mal den Fuß auf die Leine gepackt und ich ignoriere den Hund. Das ist eigentlich so eine Standard-Ruheübung, die man machen kann. Bedeutet also, auch wenn er jetzt fiebt, dann gucke ich ihn nicht an. Ich fange jetzt nicht an, ihn zu streicheln und zu sagen, ach du Armer und so weiter und so fort. Das ist ja letztendlich nur eine unbewusste Bestätigung. Was ich mit der Stimmungsübertragung auch meine, ist aufpassen auf die Körperkontakte mit dem Hund. Wenn ich den Hund, der ist jetzt ja hier ruhig oder verhältnismäßig ruhig, sage ich mal, dann sollte ich auch ruhig mit ihm umgehen. Wenn ich einen Hund auch bei der Begrüßung, wenn ich jetzt hier runtergehe und ihn ganz ruhig und langsam streiche, ja, und mich hier anlehne oder wenn ich ihn hier vorne anfasse und so ein bisschen halte, das kann ich auch gut im Sitz machen und so ein bisschen hier runterstreiche am Hund, dann ist das eine sehr, sehr ruhige, langsame Interaktion. Das überträgt sich nach einiger Zeit auch auf den Hund. Was völlig anderes ist es, was viele Halter tun, die sich über den Hund freuen, die machen dann das. Ei, hey, Toni, hallo. Ja, sag mal, bist du denn ein Schöner? Bist du denn ein Feiner? Natürlich ist das nett, das ist ja völlig klar. Man sieht ja auch, der Hund hat jetzt hier vermeintlich Spaß. Ja, ist es auch nicht schlimm, sowas mal zu machen. Ich alber ja auch rum mit den Hunden mal. Aber das führt natürlich, diese Bewegungen hier an überall an dem Rummachen die ganze Zeit, das führt natürlich nicht dazu, dass ich einen Hund bekomme, der entspannt ist und der ein Stück weit runterfahrt. Also achtet auf eure Stimmung. Es hilft da auch beim Verlassen des Hauses oder wenn ihr mit dem Hund was machen wollt, einfach mal stehen bleiben und mal 2-3 Minuten zu sich kommen, ruhig durchatmen, bevor man dann in die nächsten Sachen startet. Tipp Nummer 2, den Hund richtig beschäftigen. Und der Fokus liegt jetzt auf der richtigen Beschäftigung für den richtigen Hund. Die Frage ist ja immer, was möchte ich erreichen? Wenn ich einen hektischen und nervösen Hund habe, dann ist es häufig so, der klassische Satz, den ich da höre, ist dann, der Hund ist nicht kaputt zu kriegen. Das bedeutet, die Leute fahren viel Fahrrad mit dem Hund, sie werfen Bälle, sie machen letztendlich immer irgendwelche Dinge, die, um den Hund auszupowern und die den Hund weiter beschleunigen. Genau das ist falsch, genau das führt letztendlich zum Gegenteil. Natürlich sollte ich einen Hund auch körperlich auslassen. Ich kann absolut mit dem Hund auch mal joggen gehen, ich sollte lange Wanderungen mit dem Hund machen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das ist wichtig, aber ein Hund, der überdreht ist, der aufgeregt ist, der hektisch ist, den sollte ich eher fördern in seiner Konzentration. Mit dem sollte ich eher ruhige Sachen machen, beispielsweise Nasenarbeit oder ich sollte die Körperkoordination so ein bisschen fördern, ein ganz, ganz ruhiges Leinführigkeitstraining oder mit ihm zusammen
irgendwelche Suchspiele machen oder Hindernisse zusammen mit ihm bewältigen, so dass der Hund nicht irgendwo drüber brettert. Cavaletti ist auch eine schöne Sache, das kann man sich auch selber mal zusammenbauen. Man kann selber mal eine Leiter beispielsweise in den Garten legen, wo er dann ganz ja, ohne die Sprossen zu berühren durchlaufen muss. Oder ich baue mir ein bisschen was aus dem alten Autoreifen und ein paar Stangen, so dass der Hund irgendwo durchlaufen muss. Das ist relativ einfach. Wir haben hier in der Halle natürlich auch so ein paar Sachen, was man mit ihm machen kann und was so ein bisschen wackelt. Das ist auch gut, eignet sich auch sehr gut dafür. Aber letztendlich kann man solche Sachen auch sehr, sehr gut nachbauen. Seid da einfach ein bisschen erfinderisch. Wichtig bei solchen Übungen ist auch nochmal, dass je schwerer sie sind, desto mehr Unterstützung solltet ihr eurem Hund bieten. Seid selber ruhig dabei und gerade diese soziale Unterstützung wirkt ja auch auf die Hunde und ist letztendlich ja auch ein Verhaltensverstärker. Passt also bitte da auf mit den Leckerchen. Wenn ihr jetzt immer ein besonders gutes Leckerchen füttert während solcher Übungen, ist das kontraproduktiv, weil die Hunde sich dann nur auf das Leckerchen kontrollieren, dann haben sie nur den Fokus auf das Futter. Und viele Hunde fahren ja auch wegen dem Futter relativ schnell hoch. Das heißt, die Hunde beschleunigen weiter, um schnell über das Hindernis zu kommen, um dann an das Futter zu kommen, weil viele Leute ja auch nach dem Hindernis dann mit Futter belohnen. Und genau das soll nicht der Fall sein. Es soll so sein, dass der Hund sich konzentriert und dass ihr einfach da gemeinsam ruhig diese Hindernisse bewältigt. Tipp Nummer 3 ist, den Hunden genug Ruhephasen gönnen. Hunde brauchen ca. 18 Stunden Ruhe am Tag. Dafür tun sich viele Leute, die den Hund morgens schon mit zum Bäcker nehmen, dann geht er mit einkaufen, dann geht er mit joggen und macht dies und das, dann wird er nochmal beschäftigt und diese Hunde kommen sehr, sehr schlecht zur Ruhe. Auch wenn Hunde euch die ganze Zeit in der Wohnung folgen und laufen mit in jedes Zimmer oder springen jedes Mal auf, wenn ihr euch bewegt oder gerade irgendwo aufsteht, vom Sofa oder irgendwo her, dann hat der Hund da nicht wirklich eine Ruhephase. Letztendlich hat das viel zu tun mit dem häuslichen Management, das ist ein eigenes Thema für sich. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist, dass ihr den Hunden genug Ruhe bietet am Tag. Der Hund soll wirklich schlafen, soll dösen, soll möglichst zur Ruhe kommen. Und wenn der Hund es nicht schafft, dann kann ich den Hund auch temporär einfach mal ein bisschen fixieren. Das bedeutet, ich kann den Hund auch mal für eine gewisse Zeit, natürlich nicht den ganzen Tag, aber ich kann den Hund einfach mal anbinden und sagen, so, du lernst mal, dass du dort 1-2 Stunden bleibst auf einem Platz, obwohl sich andere Menschen im Haushalt bewegen. Oder das Training mit einer Hundebox kann da auch sehr sinnvoll sein. Dazu gibt es auch ein Video in meinem Kanal, wie man das aufbaut. Wenn ihr das nicht kennt, dann schaut euch gerne das Video nochmal an. Ja, ich hoffe, euch haben die 3 Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.